Mal war es noch nicht da, oder habe ich etwas vergessen? Ich würde das ja nicht, Idiot. Jedenfalls ist das hier neues Zuhause. Lass ihn runter, Max. Ganz langsam. Ganz locker, Captain. Das ist Klaus, ist auf unserer Seite. Gehörte mal zum Regime, aber jetzt nicht mehr. Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hä? Scheiße. B.J. Blazkowicz. Das war ja klar, nur Sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Madame. Schön, dass du zurück bist, Fargis. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. 3 Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma. 10 Zentimeter langes Schrapnell in der Rübe. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt. Septischer Schock. Zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust. Kriegstrauma. 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, Sie zu sehen, William. Tja, und was können Sie tun? Was machen Sie denn hier? Auch schön, Sie zu sehen, Thekla. Sie sollten eigentlich tot sein, Fergus Reed. Sie waren 3 Monate weg. Das ist echt seltsam. Keiner kommt aus Eisenwald zurück. Und Sie, eine Ewigkeit spurlos verschwunden. Und ich habe viel über Sie gehört. Angeblich 1946 gestorben. Falschinformationen wie immer. Sie, ich weiß noch nicht mal, wer Sie sind. Seltsame Unbekannte. Also daran habe ich nicht gedacht. Ich muss mein ganzes Modell überdenken. Schönen Dank auch. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Setzen Sie sich doch zu mir, Fräulein Anya. Hören Sie sich durch diese Frequenzen. Wenn etwas London betrifft, notieren Sie die Zeit und schreiben Sie mit, so viel Sie können. Wir sind ein Stift und Papier. Kann ich eine Schreibmaschine? Sie können tippen? Ja, meine Eltern wollten, dass ich es lerne. Ah, bestimmt für Diktate, Rezepte und sowas. Eigentlich nicht. Es hat mir in meiner Zeit an der Londoner Universität geholfen. Für mein Doktorat in Archäologie. Dann kam der Krieg und ich musste nach Hause. Ich war erst 16. Nun, Doktor. Bitte. Helfen Sie mir herauszufinden, was dieses verfluchte Regime vorhat. Sie finden Klaus im 2. Stock. Er sollte den Ordner kontrollieren. Max, ich habe überall nachgesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max, was? Dieser Raum sieht unbenutzt aus. Vielleicht können wir hier schlafen. Könnte in der Mitte voll gebrauchen. Das muss Max' Zimmer sein. Was versteckt Max da drin? Ist das der Ordner zum Projekt Flüsterton? Brauche entweder eine Brechstange oder einen anderen Weg. Max, bitte geh zur Seite. Max! Bitte, Max! Geh zur Seite. Das hier ist wichtig. Max, komm her! Komm schon!
Alles in Ordnung. Alles wird gut. Alles gut. Es tut mir leid, ich hätte wissen müssen, dass er ihn genommen hat. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei. Dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Du hast Eier aus Stahl, Bobby Bram. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Bemo! Beruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte. Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anya sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Blazkowicz. Vergeigen Sie es nicht, okay?